Herr Blocher, reden wir doch ganz zuerst über den angeblichen Beweis, den ihr jetzt auf dem Tisch habt, für den Komplott gegen euch. Das ist das Protokoll vom 8. August 07. Wo steht denn dort der Beweis drin? Ja, in dem Protokoll wird dargelegt, dass die Bundesanwaltschaft mit den Vertretern der GPK, die sie beaufsichtigen sollten, ihnen eine Geschichte erzählt von einem Dokument, wo eindeutig, die Wörter kommen sogar vor, klar sei, dass das mehrere Schriften hätte, dass es CB drauf sei und dass der Blocher in so einem Komplott wahrscheinlich drin sei. Mhm. Statt dass die gefragt hat, haben sie das geprüft? Sie hat nichts geprüft. Mhm. Gut, stimmt denn das und so weiter? Schreiben Sie, wir müssen jetzt schauen, dass wir das gleich veröffentlichen können. Im Hinblick auf die Wahlen wird es eng. Mhm. Das steht da drin. Das steht, ja, das habe ich alles, also Meier, alles aus der Presse, zum Glück ist das rausgekommen. Und am Schluss sagen sie noch, aus Medienmitteilung, tun wir noch miteinander abtauschen, können sie noch anschauen. Also plötzlich wird der Vorgesetzte zu einem Kumpan. Und alles, was die gesagt haben, das ist heute festgestellt. 1:1 ist falsch, Frau Meier hat gesagt, Frau Meier, Schatz, es hat ein CB drauf. Haben Sie gehört an der Presse? Es hat keins drauf. Sie haben gesagt, es hat mindestens zwei Schriften drauf. Es ist nur einer. Es ist alles falsch. Ich habe mit dem nichts zu tun. Also, wir hören da euren Ärger noch mal deutlich, ja, über die gut, Vorgänge. Aber das ist jetzt ich möchte aber jeder sagen, Bürger könnte das treffen. Frau Meier, Schatz, sagt zwei Sachen zu dem. Oder? Also, man kann nicht Zitate aus einem Zusammenhang reissen und irgendwie interpretieren. Oder? Und ich habe mit Leuten geredet, die das Protokoll gelesen haben. Und die sagen, dort steht keine Ziele von einem Komplott drin. Und nein, es ist Wort ein, nicht gebraucht. Es war ein Vorgehen, also eigentlich ein logisches Vorgehen. Die GPK untersucht den Abgang vom Bundesanwalt Rorschacher. Die Bundesanwaltschaft hat neue Informationen und teilt die der GPK mit. Das war kein konspiratives Treffen, sondern eigentlich ihre Untersuchung, das ist ihre Vorgang. Hören Sie, das bin ich sicher. Aber andere Bürger, ich kann mich ja jetzt besser wehren, die können sich nicht. Es geht doch nicht, dass die Bundesanwaltschaft, das sind Leute, die können Leute in die Untersuchungshaft nehmen. Sie können Telefon ablösen, sie können Karrieren kaputt machen, mit der Oberaufsicht zusammenspannen und die gehen noch an die Öffentlichkeit und am Schluss zeigt sich, es ist alles neu gewesen. Mhm. Es ist alles neu gewesen und ein ganzes Jahr. Sie glauben ja nicht, dass etwas war. Das glauben Sie ja selber auch nicht. Das ist eure Interpretation. Glauben Sie, dass noch etwas dran ist? Das ist da eure Interpretation. Da wären Sie einer der wenigen Journalisten, dass das meinen. Aber Sie haben es nicht eingestellt. Sie haben den Mut nicht. Und der Dage, der sagt, er hat gesagt, geh in die Presse, dort das verkünden am 5. September, obwohl noch gar nichts abgeklärt worden ist. Gut, und die Leute haben das geglaubt. Lassen wir die Vorgänge jetzt mal von denen. Das ist Vergangenheit, das wird dann untersucht. Ihr habt ja, und das schreiben in der Anklageschrift, die Beweise jetzt auf dem Tisch. Also reden wir doch über grundsätzlich. Und da ist ja interessant, das sagt auch Frau Meier-Schatz, dass ihr jetzt Richter anrufen mit eurer Klage. Also, ihr habt jetzt 4 Jahre lang gewettert gegen Richter, gegen Bundesrichter, gegen Asylrichter. Nein, das ist eine wüste Unterschiebung. Und ich habe eine hohe Achtung von den Richtern. Euch erretten. Wenn Gericht, Bundesgericht, bei den Kosten und so weiter in ihre Sache machen, ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich die Richter schlecht an den Stellen. Wer soll es machen? Nicht meine Ehre retten, das müssen sie nicht. Wieso? Wer geht schaut, um Ehre, oder? Wer schaut denn, wenn bei einem Bürger verletzt ist? Strafrechtlich, Nötigungsversuch, wenn Amtspflichtverletzungen da sind, wenn widerrechtliche Vereinigungen gemacht werden, wer ist eigentlich die Aufsicht, wenn die oberste Aufsicht aufsagt? Also und da probieren wir es jetzt mit einer Strafklage, mit der Zivilklage. Sie haben ja gehört, auch der Professor. Sie werden vielleicht sagen, das geht an sich gar nicht. Wir werden es sehen. Es ist eine Verantwortlichkeitsklage, eine zivilrechtliche Klage, es ist Strafrecht. Wenn man das weggewischt, Frau Meier sagt, wir sind Immunität, uns kann man nicht belangen, dann werden wir gesetzlich handeln müssen. Ich denke auch am Schluss sogar an eine Volksinitiative. Also Schutz des Bürgers vor der Willkür des Staates. Hätte ich nie gedacht, muss ich Ihnen sagen,
dass so etwas in unserem Staat vorkommt, das kommt sonst nur in Staaten, die demokratisch, rechtsstaatlich ganz schlecht entwickelt sind. Gut, Herr Blocher, oder Diktaturen. Darf ich auch wieder mal etwas sagen? Da hat der Herr Müller gehört, Staatsrechtler Müller im Film, der hat gesagt, also wenn es jetzt so wäre, dass jeder Bürger könnte klagen gegen irgendwelche Amtsträger, wo er das Gefühl hätte, die hätten irgendetwas falsch gemacht, oder? Das würde der Entscheidungsprozess in unserem Land lahmlegen, weil nämlich die Beamten aus lauter Angst, sie machen etwas falsch, gar nicht mehr. Der ist auf der Seite der Beamten gesagt, könnt ihr ja nicht belangen, sie können so viel falsch machen, wie sie wollen. Die können die Bürger schlecht behandeln. Er soll nicht können klagen, sonst machen sie vielleicht nichts. Dann soll er sagen, er ist ja ein Staatsrechter, dann soll er sagen, wie geht man vor, dass Politiker, die so nichts an der Spitze machen, und das liegt ja heute alles schwarz auf weiß vor. Das ist ja also einmal ein transparenter Fall. Darum eignet er sich gut. Der Bürger braucht den Schutz. Gut, der Bürger braucht den Schutz und den hat er nicht. Eher, oder? Ja, du bist das in der Fäng sehr viel, die von Verwaltungsstellen schlecht behandelt werden. Und oben, die die Aufsicht haben, machen nichts. Oder machen sogar noch mit. Herr Blocher, Sie sagen, der Bürger brauche Schutz. Oder? Jetzt seid ja ihr mit Bürgern im Land in eurer Karriere auch nicht immer gerade so unzimperlich umgegangen. Sagen Sie mir, wo? Ja, es hat 2006 Rede Albis Gütli. Dort hat er zwei Albaner zum Beispiel als Kriminelle, sogar als Mörder bezeichnet. Es gibt den Fall vom Altkantonsrat Bertschi, wo er hat viel zu vorgeworfen, der hat eine Ehrverletzungsklage angestrebt gegen euch. Und ihr seid geschützt worden, ihr seid geschützt worden durch eure Immunität als Bundesrat. Also beim Herrn Bertschi ist richtig. Beim anderen ist überhaupt keine so eine Klage, wer die hängig gewesen. Ja, nicht klar. Nein, Angst, ich habe mich dort versprochen, Entschuldigung, in einem Vortrag, in der deutschen Fassung, in der Hochdeutschen, ist es richtig gewesen. In der Mundart habe ich das Wort mutmaßlich weggelassen. Das sagt man auch Mundart nicht. Wo ich es festgestellt habe, habe ich mich in der Öffentlichkeit gesagt, es tut mir leid. Gut. Wenn die gesagt hätten, schon lange, hört, wir haben hier einen grossen Fehler gemacht, wir haben eine Verdächtigung unterschoben. Wenn der Herr Mörgli nicht die Originalunterlagen sofort hätte bringen können, hätte man es nämlich nicht festgestellt, hätte ich auch nicht geklagt. Aber es ist jetzt ein Jahr her. Meinen Sie, Sie hätten den Fall schon eingestellt? Die haben sogar eine Geschäftsprüfungsdelegation gegeben. Dort ist sogar dort ist der Präsident einer, der in der GPK am meisten getrieben hat. Das man ist, soll das, das machen. Ist der Herr Fassel. Fassel. Man kann nicht in jedem Fall immer Präsidenten auswechseln. Oder je Nein. nach Fall. Ja, gut, da könnte er noch in Ausstand treten. Und so. Aber Sie sehen, da ist ein Filz beieinander. Das ist unheimlich. Gut. Unheimlich. Und dass Sie noch finden, das macht nichts, wenn man versucht, den Bundesrat zum Amt auszujagen. Also ich bin mir nicht gewöhnt, die diktatorischen Verhältniszone. Aber andere Bürger können sich nicht sagen, wehren. Sie immer wollen den Bundesrat zum Amt aussagen. Wir müssen zum Schluss kommen. Gut, soll sich der Bürger es wehren? Fragen sich Leute im Land. Ist jetzt das, so wie ihr jetzt so tönt, oder eure letzte Schlacht, die ihr noch schlagen wollt, oder ist es eigentlich euer grosser Comeback? Ja, das wäre wunderschön, wenn das die letzte Schlacht wäre. Das wird dann voll erfolgreich sein. Ich befürchte, dass sie wieder alles unter den Tisch unterwischen. Aber das ist wir in machen dem weiter. Fall euer Comeback. Ja, dann es ist ein halbes Jahr Comeback. Lang, ist es ziemlich ich bin schon lange da. Ja, in der Rundschau ist schon klar. Ich arbeite mehr im Hintergrund, ist schon klar. Aber das ist ein Fall, der wirklich muss angenommen werden. Und es ist ein glücklicher Fall, weil ich ihn selber erlebt habe. Ich habe doch so viele Bürger, die das Gleiche sagen. Aber ich konnte es nicht beurteilen, weil ich gesagt habe, wer muss den beurteilen? Ich weiß nicht, ob der recht hat oder nicht. Gut, das haben wir jetzt schon gehört. Also Ex-Bundesrat Blocher jetzt als Windkurier für den Bürger. Ja, Schutz des Bürgers vor willkürlichem Staat. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Am nächsten Freitag ist eure grosse Pressekonferenz. Herzlichen Dank, dass ihr heute in die Rundschau kommt. Merci vielmals.